Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Leute, ich bin aus dem Urlaub zurück und habe einige Sachen, die ich ansprechen wollte. Ganz wichtiges Video, egal ob ihr COD feiert oder nicht, auf jeden Fall dranbleiben, Leute. Es geht nämlich nicht ums Gameplay, aber trotzdem eine Sache zum Gameplay. Ich wurde nach Prag eingeladen von Activision, war eine mega geile Zeit, außer die Rückfahrt, weil da war dieser Sturm, ihr wisst schon. Aber auf jeden Fall durfte ich da das exklusive DLC-Gameplay capturen. Ihr seht im Hintergrund eine Runde Hardpoint auf Valkyrie, was ich dort aufgenommen habe, leider ohne Game-Sound, weil ich habe später nämlich gehört, dass man Sweezy die ganze Zeit hört, wie er in sein Headset redet. Und da sind Sachen gefallen, die sollten vielleicht nicht auf YouTube zu hören sein, habe ich mir so gedacht. Und das waren auf jeden Fall die meisten Kills, die am ganzen Event-Tag gemacht wurden. Habe ich gemacht, hier 45 waren es. Und viel Spaß damit. Ja, also Leute, eine Sache. Und zwar, ich spreche natürlich jetzt nicht mit den meisten Leuten, sondern ich spreche wahrscheinlich wieder mit denen, 10% der Leute, die einfach, ja, keine Ahnung, den kleinsten Schniedelwutz Westeuropas in ihrer Hose zu verbuchen haben, Leute. Und zwar spreche ich mit ein paar Leuten, ich habe die ganze Zeit im Urlaub, ich habe Videos für Fortnite vorproduziert gehabt, die letzten Tage waren vorproduziert. Und habe ich jetzt gestern so ein paar Kommentare gelesen und ich wollte mir einfach mal zu ein paar Sachen was sagen, die da gesagt wurden, die unter meinen Fortnite-Videos stehen. Es gibt so ein paar Arten von Kommentaren und vor allem die wichtigsten beiden sind die, dass ich das nur mache wegen Klicks und dass ich schlecht bin. Und dazu sage ich direkt was. Also erstens wegen Thema schlecht. Ich meine, ich weiß, Leute, ich habe mir in den letzten Jahren einen guten Standard einen guten Gameplay-Standard sozusagen selber beschert. Ich habe ja immer nur gute Runden hochgeladen. In jedem COD, ich habe 10 Jahre manchmal aufgenommen für eine gute Runde, damit die Leute denken, ich bin gut. Und es hat immer geklappt so. Und jetzt ist es halt so, dass die Leute in Fortnite von Anfang an den Skill erwarten, den ich in COD habe. Aber das Problem dabei ist, ich wollte halt eben eine Serie machen bei Fortnite, bei der man sieht, wie einer der... Ich habe ja meine erste Runde Fortnite, die ich gespielt habe. Die habe ich ja also das ist ja quasi, davor habe ich mal vor einem Monat mal eine Runde gespielt, aber das war's so. Das war jetzt quasi das erste Mal, dass ich mit Ambition anfange zu spielen. Da habe ich direkt alle Runden, die ich gespielt habe, aufgenommen, weil ich eben diese Entwicklung zeigen wollte in der Serie. So, das finde ich halt schade, dass Leute schreiben, ja, du bist nicht so gut. Natürlich, ich bin auch nicht gut in dem Spiel, aber ich will ja besser werden. Das wollte ich unbedingt auf YouTube werden. Und ihr seht auch bald, ein paar Folgen habe ich noch vorproduziert, dass da bald auf jeden Fall skilltechnisch auch was geht. Der erste Win ist auch schon aufgenommen. Also Leute, ich würde mich einfach freuen, wenn ihr mir eine Chance geben würdet auf dieser Ebene, weil natürlich bin ich noch nicht gut. Leute, ich bin der absolute Voll... Ich bin so schlecht. Aber es ist eigentlich finde ich es einfach lustig, weil dann kann man ein bisschen mitfiebern und da sieht man Marcel auch mal in einer anderen Rolle und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall, die nächsten Folgen sind schon viel, viel besser geworden. Und ich werde mich auf jeden Fall dann auch bemühen, damit auch die Leute, die gerne gute Runden sehen, ich werde mich auf jeden Fall bemühen, dass ich da auch noch was auf die Beine stellen kann, damit ich da auch coole Runden, richtig coole Runden mache. Also entspannt euch erstmal. So, dann ist natürlich die große Frage, ja, warum lädst du denn gerade derzeit nicht so viel COD hoch? Ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr, da muss ich ein bisschen ausholen, eine sehr interessante Frage. Im letzten Jahr war ich, Ende des Jahres, habe ich auf Scorpion Plays aufgehört, Videos hochzuladen. Das war so circa um den 20.12. rum. Und das hatte einfach den Grund, dass ich nicht gezockt habe in der Zeit und ich will keine Videos hochladen, wenn ich nicht zocke, weil das ist, finde ich, einfach kacke. Weil das ist so unauthentisch, da sieht man direkt, das macht er nur noch wegen Dingens. Das heißt, die Leute, die mir jetzt unterstellen, ich mache es nur wegen Klicks und Geld, allein das ist schon der beste Gegenbeweis, weil ich habe um den 20.12. hätte ich noch 10 Tage richtig abcashen können, hätte ich mich noch gezwungen, weil da im Dezember bringt es ja richtig Geld, jetzt bringt es ja eh keins, aber dazu komme ich gleich, ich habe mir eine Stichpunktliste gemacht. Das heißt, hätte ich richtig abcashen wollen, hätte ich einfach weiter hochgeladen, hätte ich mir einfach irgendwas erzwungen, irgendwelche Scheißrunden genommen von COD, einfach First Take, One Take, aber so bin ich einfach nicht so. Ich will, dass jedes COD-Video immer cool war und es war auch immer cool und das heißt natürlich auch nicht, dass jetzt kein COD kommt. Worauf ich jetzt hinaus will, ist, ich habe natürlich dann auch irgendwann angefangen, mehr Darts zu spielen, statt zu zocken, weil ich halt eben mich auf die Promi-Darts-WM vorbereitet habe und weil mir Darts einfach viel Spaß macht und deswegen kam es natürlich auch so ein bisschen dazu, dass ich mehr gedartet habe als zu zocken, weil das ist für mich so auf einer Ebene, so dieser Spaßfaktor. Und da muss man natürlich überlegen, was macht man dann? Und da habe ich natürlich erstmal viel Darts gespielt, aber jetzt zum Beispiel im Januar habe ich wieder viel mehr angefangen zu zocken und da dachte ich mir, ey, jetzt kannst du Scorpion Plays auch wieder durchziehen. Leute, ich mache zur Zeit wirklich, also wer sagt, das hat irgendwas mit Geld zu tun. Leute, ich verdiene gerade gar nichts mit Scorpion Plays. Dezember, November und Oktober waren so wirklich vom Verdienst her die mit Abstand besten Monate, die ich je hatte. Ich könnte jetzt auch sagen, ich mache ab Juni wieder Videos, aber das mache ich halt einfach nicht, weil das sehe ich einfach nicht ein, Leute, weil ich liebe das. Und ich wollte Fortnite spielen, weil mir Fortnite zurzeit wirklich am meisten Spaß macht. Und ich finde es einfach schade, dass dann Leute sagen, ja, du machst nur, weil es da läuft. Na klar, läuft es bei vielen Leuten gerade. Und ich bin auch sozusagen, es ist so eine Kettenreaktion, weil ich bin halt durch die Leute, mit denen es läuft, da habe ich mir die Videos angeschaut, hatte Spaß beim Anschauen, dachte ich mir, boah, ich hatte beim COD-Video lange nicht mehr so Spaß beim Anschauen. Also
spiele ich jetzt auch mal eine Runde Fortnite. Und zack, es hat Spaß gemacht. Und guckt euch die Klicks an. Wenn ich gerade richtig auf Klicks gehen würde, da würde ich jetzt COD hochladen. Weil die Fortnite-Videos, das muss erstmal sozusagen, es muss erstmal ins Rollen kommen, bis da überhaupt Klicks kommen. Aber mir ist egal, auch wenn jetzt jedes Fortnite-Video 30.000 Klicks hat, dann ist es halt so. Ich habe einfach Spaß dran und ich will das machen, was mir Spaß macht zurzeit. Natürlich wird COD kommen, Leute. Es ist gar keine Frage. Ich liebe COD und es wird auf jeden Fall COD kommen. Ich weiß noch nicht, wie und wann ich das nächste Mal richtig viel integriere. Aber auf jeden Fall wird da natürlich noch COD kommen. Gerade wenn Black Ops 4 rauskommt, wovon ich ausgehe, dass es das nächste COD wird, dann wird es wahrscheinlich sowieso wieder nur ein COD-Channel. Aber lass mich doch einfach machen, was mir Spaß macht. Das ist einfach mal so an die Leute, die das alles kritisieren und scheiße finden und denken, ich mache es nur wegen Klicks und Geld. Es ist halt, Geld kriegt man eh nicht zurzeit. Also Geld kriegt man nur, wenn man was weiß ich wie viele Klicks hat, sonst sind das kleine Beträge gerade. Und wie gesagt, ich mache Fortnite einfach, weil es mir gerade Spaß macht. Und wenn die Leute mich nicht unterstützen wollen bei einer Sache, die mir Spaß macht, dann finde ich es halt natürlich mega, mega schade, weil das ist sozusagen für mich das Allerwichtigste nach wie vor. Wenn ich keinen Spaß dran hätte, würde ich es nicht machen, Leute. Das hat man im Dezember und Anfang Januar gesehen, habe ich nur gedartet und es ist natürlich für mich als YouTuber auch gefährlich. Ich stelle mich jetzt die ganze Zeit ans Dartboard und darte. Und ihr müsst euch mal vorstellen, das ist für mich schwierig, daraus Videos zu machen, weil, na klar kann man das machen, ich habe das ja schon mal gemacht, aber das Problem ist, irgendwann wird es auch langweilig sein für die Leute, irgendwann werden sie sagen, ja, das ist auch immer das Gleiche so. Für mich ist das natürlich, beim Training ist es was anderes, aber für andere wird es natürlich was, ihr wisst, was ich meine, Leute. Genau, und dann gab es natürlich jetzt nicht ultra viel, aber es gab ein paar Dislikes, halt genau wegen den Gründen, die ich gerade gesagt habe. Ist natürlich so, dass die Dislikes mir letztendlich helfen, die Videos besser ranken. Das eine Fortnite-Video hat sogar schon über 100.000 Klicks, hätte ich gar nicht mitgerechnet, also vielen Dank dafür. Aber Leute, das wäre natürlich einfach cool, wenn die Leute, die jetzt gerade noch kritisch eingestellt sind, wie gesagt, das ist ein kleiner Teil, wenn sie mir eine Chance geben würden. Die nächsten Folgen werden auch besser sein, Leute, also vom Skill und so. Wie gesagt, aber die Serie besteht ja da, also ich habe die Serie ja gemacht, um zu zeigen, guck mal, wie scheiße ich am Anfang bin und wie viel man vielleicht schaffen kann in 30 Episoden, also quasi in 90 Runden wären das wahrscheinlich so ungefähr oder ein bisschen weniger als 90 Runden, 80, 70 Runden so. Wenn man zwei pro Folge manchmal hat und manchmal nur eine. Also Leute, das wäre einfach eine Sache, die ich jetzt sagen wollte. Mir macht es einfach zurzeit mega viel Spaß und ich mache einfach das, worauf ich gerade Bock habe. Entweder unterstützt es oder ihr lasst es sein. Heute kommt auf jeden Fall schon die nächste Folge online. Checkt auf jeden Fall die letzten Folgen gerne ab, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich würde sagen, ich bin raus für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.